So, komm zurück zu Yakuza Zero. Ich hätte die komplette letzte Folge damit verbracht, hier im Tiger and Dragon zu sitzen. Irgendwie was. Kann man hier eigentlich auch was essen? Ich kann tatsächlich nichts essen. Kann ich was reparieren? Kann ich jetzt eigentlich irgendwie was kaufen? Welche Waffen? Ja, ich hab ja schon einen Katan, aber ich müsste eigentlich mal hier so ein. Ich möchte eigentlich nicht so einen Lamba kaufen. Ich müsste eigentlich mal gucken, ob ich noch welche. Sunburst? Vor allem ist halt 8,4 Millionen gekostet. Habe ich das wirklich ausgegeben? Naja. Shotguns. Ob es Shotguns in diesem Spiel? Wooden Tonfa. Ich glaube, ich kaufe mal so eine komische Tonfa. Und Chakos. Achso, ich habe gerade so eine Chakos. Eine Tonfa habe ich keine. Einfach weil ich gerade gelernt habe, diesen Manga-Magazin. Achso, das ist bei nicht. Einfach weil ich, wenn ich jetzt schon gelernt habe, umzugehen mit diesen Waffen, dann sollte ich das jetzt vielleicht zumindest ab und zu mal einsetzen, oder? Ja, dann, ja, würde ich ja nicht gerne kaufen hier, die Tonfa. Wo ist denn jetzt hin hier? So, zack. Ah ja, was möchtest du nicht sein? Also, soll ich nochmal welche Equipment suchen, um zu bringen? Ja, da habe ich glaube ich gerade ein bisschen wenig Geld für. So, lassen wir uns mal von Feng Hui oder Fei Hui mal das Schwert beibringen. So, das Katana. Du wirst das Katana lernen, dann werde ich dich in echten Kampf beibringen. Ah, mir geht's gut, dann lass uns rausgehen. Mir geht's eigentlich nicht so gut, wenn wir langsam was hier echte Heiltränke ausgehen, dann werde wahrscheinlich gleich mal ein paar nachkaufen müssen. Für den Großen, da muss ich wieder eine Apotheke finden. Und danach kann ich dann bei der Hauptmission weitermachen. Oder auch nicht, weil ich dann wahrscheinlich wirklich Storyquests finde. So, wie ihr vielleicht gewusst ist, ist das Katana schon lange die Waffe der Wahl bei den, Kriegern in Japan gewesen. Ja, ist so Geschichte einmal eins, ja. Mit seiner Schärfe, die nirgendwo anders gefunden werden kann, ist wegen seiner komplexen Schmiedetechniken, die darin drin sind, ist es die ultimative beklinkte Waffe. Ich habe eins versucht, selber zu schmieden, aber es ist nicht einfach. Du kannst Katanas herstellen. Ich habe die Technik noch nicht gemeistert, aber nicht so weit gemeistert, dass ich meine Schöpfung verkaufen könnte. Im Moment schmiedet sie ein Freund für mich. Aber ich hoffe, dass ich es eines Tages werde schaffen. Heißt das, wenn ich diesmal daneben würde, dass ich Körperteile verlieren könnte? Hier. Jetzt wird's echt, ja? Ja. Das wäre sehr unklug. Ich werde einen Holzhandskatan nutzen. Ah ja. Ich habe darauf gehofft. Das ist das Beste. Na gut, wie muss sein. Was? Was? Er benutzt eine seltsame Form? Na, das ist ja interessant. So. Na gut, dann gucken wir mal, was das jetzt eine Katana kann. Was? Drunken Master Me? Was soll das? Was? Ja, wir müssen warten und sehen. Na gut. Fajo, Meister des Abwas. Na gut, dann mal sehen, was ich da glauben kann, was ich sehe. Na gut. Und ich werde mich das Mal deine tolle Schlägertechnik sehen. Na, großartig. Ist das ein Holzkatana? Vor allem, ich habe ja ein richtiges Katana auf Tasche, ne? Oh Gott, ich habe so heiße Lebenspunkte. Also wie das Katana scheint... nicht gerade gut zu sein. Na gut, das kann aber auch gegen Holzkatana kann ich auch viel rücksichtsloser angreifen, ne? Haben gerade beide meine Füße jeweils einen Hit geprockt? Was? Oh, jetzt hat er. Ja, aber das ist noch nie passiert. Dass er hier irgendwie so blaues Zeug hatte. Das Ding ist, wenn er mit einem richtigen Katana so blockt, wie er gerade geblockt hat, also mit beiden Händen, einer Hand und einer Klinge. Ich meine, das ist, wenn man irgendwie so Panzerhandschuhe trägt, ist das wahrscheinlich überhaupt kein Problem. Ich meine, das Ding ist, die meisten Schwerter. Oh, Alter, was ist denn mit dem Ding? Das ist scheiße. Richtig viel Schaden. Die meisten Schwerter. Ich bräuchte eigentlich ein helles Maximum, nicht ein Tauriner Maximum. Habe ich sowas nicht vorbei? Die meisten Schwerter sind eigentlich nicht mal besonders scharf, sondern
kommen mit, sind eigentlich nur medium scharf. Also nicht mehr zu scharf, wenn wir sie einfach brechen an der Klinge. Aber dass die Geschwindigkeit, bzw. das Schlagen ist das, was die Waffe gefährlich macht. Ich weiß nicht, ob Katanas jetzt unbedingt eher durch ihre Schärfe bekannt sind, weil die Japaner hatten ja nur Holzrüstung. Es würden übrigens die japanischen Samurais absolut untergehen gegen westliche Ritter. Weil die einfach keine vernünftige Rüstung haben. Weil die Holzrüstung wurde halt, ich kenne ja noch so eine tolle Technik, aber die kommen mit ihren scharfen, leichten Katanas, glaube ich, nicht durch die Ritterrüstung. Und das ist sehr schwierig. Also der Trick ist natürlich zwischen den Achselhöhlen und Achselhöhlen und Helm zu stechen. Weil da ist halt die Verteidigung dünner, also da ist einfach gar keine Rüstung. Und nur sehr wenig. Aber trotzdem, wenn du so ein scharfes Katana hast, ist natürlich die Frage, ob das überhaupt stabil genug ist, um dich abzubrechen, die Rüstung. Also zumindest kannst du damit keine Hits von so einem europäischen Langschwert parryen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht möglich ist. Einfach weil das Langschwert halt irgendwie 6 Kilo wiegt. Einfach locker flockig durchgeht wahrscheinlich, ohne großartigen Widerstand. Tja, das süß, ich habe gewonnen. Ja, ein großartiger Kampf, Matibasa. Ne, du hast mich besiegt. Jetzt lass uns zurück zum Laden gehen. Tja, das Schwertzeug sieht gar nicht so hart aus. Tja, sehr beeindruckend, Majima-san. Mein Schwertstil ist schwierig zu lesen, aber du hast jeder meiner Bewegung vorausgesehen. Schwerter aber bewegen sich sehr süß. Vielleicht werde ich sie eines Tages probieren. Katanas sind meistens sehr teure Waffen, also solltest du sie dir aufheben für die richtige Gelegenheit. Ja. Die können locker eine Million Yen kosten. Ich werde eins mal ausprobieren, wenn ich mal Geld rauszuhauen habe. Danke, dass du das Dragon Teil hast. So, dann haben wir jetzt auch vor allen Dingen alle Lektionen gelernt. So. Damit sind wir mal Meister aller Waffen. Ist es nicht schön? Dem ich mich kurzzeitig ein bisschen aufgeregt habe. So, ich glaube, wenn wir jetzt nicht noch welche Nebenquests finden, sind wir eigentlich durch. Oder habe ich noch welche offenen Nebenquests? Substories. Ja, das sind die von. Ich werde die von Majima haben. Wo sind die einfach alle? Ah, ne, hier. So, warte mal. Naja, das ist Nayao Kawasaki, das ist halt irgendwie schwierig. Weil ich sehe halt irgendwie nicht, dass ich den Typen besiegt kriege, ne? So, ich brauche da trotzdem mal hier so ein. Ich brauche eine Apotheke. Und zwar am besten, bevor ich irgendwie mit der nächsten Hauptquest anfange. Ich bin zwar recht sicher, dass das nächste Ding erstmal nur Gelaber wird, aber. Falls dann doch irgendwie überraschenderweise das zu kämpfen kommt. Wahrscheinlich gibt es ja irgendwas mit Nozomi zu klären. Ist das hier eine Apotheke? Sieht eher aus, als gibt es hier irgendwie Reinigungsmittel. Mal gucken. Ja, der Laden ist echt verdammt bunt, ne? Was ist denn hier der scheiß Tresen? Da ist der Tresen. Achso, das ist ein Drugstore, okay. So, wonach suchen sie denn? Ich suche nach. Was ist das denn? Listings sind new to proof and die hard drink, dann mix it with Torin to prime whatever you might face. Nicht so genau, weil ich suche. Also, da. Das ist ein bisschen die hatten sie. Ich kaufe davon mal einen, aber da ich das Zeug so billig ist, glaube ich nicht, dass es das Toughness Empire war. Aber nehmen wir davon. Es ist für mich hohl nichts zu dem, was nicht das Beste ist. Achso. Summoner Royal. Nehmen wir das hier Toughness. Ist das hier? Achso, ne. Toughness Empire, das macht. Signifikant Heals Boost, ja, das nehmen wir das. Das klingt gut. Ja, arigato. Ja, brauchen Sie Medizin, ja, ich habe Medizin nicht gekauft. Schön die heftigen Sachen. Das ist das hier aber auch bunt in diesem Laden, ne? Das ist ja nicht mehr witzig. Wie bunt das einfach nur ist. Ob es wirklich in den 80er Jahren schon so war? Also das ist zumindest, wenn ich mich so an meine frühe Kindheit erinnere, auch so an Bildern von älteren Zeiten, da waren die Sachen früher irgendwie ein bisschen farbloser. Das ist alles ganz so bunt ist. Ist wenn überhaupt eher eine Bewegung der Neuren. Ach, hier ist ja das Ground. Achso, wir sollen ja zu mir nach Hause latschen. Wir sollen ja mal schlafen eine Runde. Wir können ja erstmal vor allem erstmal speichern, bevor ich mich hier, was? Jetzt? Oh, er hat ein Telefon. Menschen. Oh, hallo. Hi. Ja, wie geht's dir? Ja, danke, dass du mich hier gerufen hast, ja. Was ist denn das für ein riesengroßes Telefon? Aber willst du mein Schulter-Telefon hören? Nein, das ist nicht, warum du anrufst. Ja, okay. Tut mir leid. Ist das wirklich eine Tasche, die er bei hat?
Ah, na gut, werde ich kriegen. Weil wenn du noch was hören möchtest, weißt du, wie du anrufen musst. Okay, tschüss. Angeber. Warum niemand war wie unfassbar cool. Mein tolles Schultertelefon. Ach, das sind jetzt die Backphones, von denen wir in der Kreuzfahrtdrehzimmer geredet haben, von denen ich noch nie so was gehört habe. Sowas war zwischendurch ein Trend. Krasser Shit. Wissen Sie nicht, wie hart ich um dieses Ding hier battlen musste? Tja. Hey, Freund. Hast du gerade über das Telefon telefoniert bei diesen riesengroßen Kasten da? Das sollte ja vor allen Dingen sowieso nur in Städten funktionieren, oder? Also ich weiß, dass die ersten Mobiltelefone gab's in Autos. Das war dann ein riesengroßes Konsolending. Und das war dann noch das A-Netz oder das B-Netz. Also es gibt ja, das, man kennt ja das gute D-Netz, die beste D-Netz-Qualität. Davor gab's das A- und das B-Netz. Zumindest in Europa. Und das war so, dass das noch über längere, kannst du mal so, dass die Reichweite höher ist, nicht so viele Funkmasten braucht. Dadurch war aber die Anzahl der Teilnehmer, und also die maximale mögliche Anzahl an Mobiltelefonen in einem bestimmten Bereich sehr begrenzt. Die ersten Anwendungen in den 60er Jahren, glaube ich, war es, die waren auch tatsächlich auf Autos beschränkt von der Größe her. Entschuldige mich. Genau, das habe ich genutzt, um zu telefonieren. Das ist ziemlich wild. Es ist eine Art, irgendeine Art Funkgerät oder was? Nein, überhaupt nicht. Das ist ein echtes Telefon. Es ist, man kennt es als Taschentelefon. Rucksacktelefon. Warum wohl mein Telefon in den Rucksack tun? Ernst? Du weißt es nicht? Ja, das ist das neueste Zeug. Das ist ein total transportables Mobiltelefon. Das ist, möglich gemacht durch neueste Technologien. Von jetzt an, Leute werden die Leute fähig sein, ihr Telefon überall mit sich hinzutragen. Und du kannst jederzeit verbunden werden. Überall und zu jeder Zeit. Ein mobiles Telefon, ne? Verrückt. Aber was ist der Punkt, ein Telefon mit sich die ganze Zeit rumzutragen? Du siehst dich das größere Bild. Mit diesem bösen Jungen hier bin ich nicht mehr zu meinem Zuhause oder zum Büro festgebunden. Ich könnte sogar zu einem Café gehen, während ich arbeite. Du kannst mit deinen Freunden in Kontakt bleiben und deiner Familie zu jeder Zeit. Ich könnte jetzt meine Mutter anrufen, wenn ich wollte. Ja, sicher. Ich denke mal, dass ich könnte einen Nutzen dafür sehen. Ich wusste, dass du das Licht sehen wirst. Macht es nicht, dass du auch eins möchtest? Du solltest direkt zum Laden gehen und die Welt der Zukunft reiten. Du hast recht. Ich denke, das Ding kostet einen Arm und ein Bein. Die Zukunft zu reiten kostet immer eine gute Steuer. Ja, es ist mir teurer als man meinen möchte. Ja, ich mir gedacht. Na gut, ich sehe keinen Nutzen daraus. Ich sehe keine Notwendigkeit. Ich werde für den Rest, ich werde weiterhin bei Telefonzellen bleiben, wie der Rest der anderen Leute. Ha. Warst du nicht gerade dabei, eine Telefonzelle zu betreten? Ja, ich habe einen Anruf zu machen. Na gut. Ich werde dich diese überlegene Technologie nutzen lassen. Mein Taschentelefon. Damit du einen Telefonanruf machen kannst. Wow. Bist du da sicher? Sicherlich. Ich möchte, dass jeder die Zukunft nutzen kann. Und, dann wirst du sehen, was das Taschentelefon, also das Rucksacktelefon von repräsentiert. Bin ich nicht großzügig? Ein Taschentelefon, wa? Oder Rucksacktelefon. Der Typ sagt, das ist das Neueste vom Neuesten. Will ich wirklich sehen, was das alles da wohl ist? Ja, klar. Bin immer neugierig. Na gut, dann lassen wir mal schauen, was die Zukunft hält. Na gut, dann. Ich wusste, dass du aufgeregt bist. Aber die Zukunft ist hier. Hängt direkt auf meinen Schultern runter. Hier. Nimm den Geschmack des Morgens. Don't mind if I do. Was? Ich höre nix. Kaputt? Oh Mann, die Batterie ist alle. Oh. Was, er hat alles verbraucht, als er den einen Anruf mit seinem Kumpel gemacht hat? Der war nicht besonders lang. Was, die Batterie ist durch? Ja, das, der Teil der Zukunft, der ziemlich schlecht ist, die Lebensdauer der Batterien heutzutage. Wirklich? Tja. Wie lange dauert es, das aufzuladen? 8 Stunden. So lange? Du hattest nur ein einziges kurzes Gespräch und du musst jetzt. Das hat alles gereicht, um die Batterie komplett leer zu machen?
Tja, das ist der Preis, den man bezahlt, um der Vorreiter seiner Zeit zu sein. Es war schon immer so. Technologische Schönheit ist ein schnelles und fragiles Kirschblütengewächs. Das ist keine gute Übersetzung. Ja, tja, klingt so, als wäre es mehr Mühe, als es wert ist. Na gut. Wie ich sehe, dass deine Technologie in Stille gefallen ist, denke ich mal, muss ich wohl dein Angebot ablehnen. Danke. Oh, nein, nein, nein. Sei nicht so eilig. Was denn jetzt noch? Kannst du nicht einfach so deine Chance aufgeben, den Fortschritt mitzumachen, nur weil die Energie nicht da ist. Ja, du hast mir gerade gesagt, es dauert 8 Stunden, bis das Ding wieder da wird. So viel Zeit habe ich nicht. Ich wäre fähig, meine Nahheit im Morsecode abzusetzen, bevor ich das Ding wieder am Leben ist. Ja, aber... Aber das ist so, wie es ausschaut, kann das Ding auch normale Batterien nutzen, um einen Anruf zu machen. Also, könntest du mir einfach ein paar Batterien holen? Ich glaube, in Donkey Shot gibt es welche. Was, jetzt soll ich hier für dich irgendwelche Einkäufe machen? Sei nicht sauer, das ist für den Preis von ein paar Batterien, kannst du in Kontakt mit der Zukunft kommen. Na gut, ich gebe ihm schon zu, dass ich neugierig bin. Ich bin mir sicher, dass du ein beschäftigter Mann bist, aber ich werde hier auf dich warten. Nimm dir deine Zeit. Mein Name ist übrigens Edo Zucker. Ich verspreche dir, du kannst mein Rucksacktelefon benutzen, soweit zu Batterien zu kommen. Na gut. Ich bin Magic nochmal, ich komme zurück, wenn ich kann. Ich denke mal, wenn ich jemals mit dem Dunk Shop bin, kann ich ja mal ein paar Batterien kaufen. Das ist die Zukunft, über die wir hier reden. Das Lustige ist, dass ich bereits Batterien habe. Aber ich nehme vorher den Scheiß mit. Noch sind nämlich Telefonkarten. Ich habe übrigens Mana Sakura gefunden. Schön. So, jetzt aber hier, moin. Tja, hast du Batterien bei? Ich habe eine Batterie, aber kann ich ihnen geben? Ja klar, das scheiß Ding, was mein Inventar los. Hab ich mir eben gerade noch gedacht, was war ich mit dem Ding? Ja, hier, ich habe deine Batterie. Lass uns dein Telefon benutzen. Danke, du wirst die Zukunft der Technologie sehen. Komm zum Leben, in deiner Hand! Hey, geht's dir nicht gut? Ich habe das Gefühl, dass was stimmt nicht. Mir geht's gut. Bitte stör dich nicht an mir. Heute ist die Zeit, um die Zukunft zu erleben. Heute. Ah! Hey! Das stimmt nicht. Das ist meine Schulter. Sie tut weh. Tja, das hast du davon, wenn du diesen Steinklotz die ganze Zeit in deine Schulter dabei hast. Ja, das ist, ich kann doch nicht die Zukunft auf den Boden stellen, oder? Meine Schulter, sie tun nur so weh. Der Typ hat sich seine Schulter ganz schön kaputt geliedert. Ich denke, ich könnte etwas finden, was ihn heilt, aber bevor ich mit seinem Telefon nerve. Na gut, du bleibst hier, wartest hier und ich hole etwas, was in deine Schulter sollten. Ja, um ehrlich zu sein, das ist echter Schmerz. Aber jetzt bin ich schon so investiert und warum, wenn du dich besser fühlst, dann können wir es immer noch ausholen. Klingt doch fair, oder? Ja, ich produziere hier nicht drin, ja, ich hab zum Glück einen. Aber wie geht's dir? Na gut, I guess you're holding up, was? So, ich kann ihm was für seine Schulter geben. Vor allem dieser Wortwitz, how you're holding up. Also, da habe ich noch irgendeinen billigen Trank. Ich habe, also das Kleinste, was ich habe, ist noch ein Stamin an XXX. Und die sind schon gut, das sind schon große Tränke. Naja, gib mir den Müll. Hier, versuch das hier. Das ist, glaube ich, die kleinste Tränke, die ich habe. Euer Lächeln wieder. Oh, wow. Meine Schulter fühlen sich immer viel besser an. Danke dir. Und jetzt ist der Moment, auf den du gewartet hast. Endlich können wir das Gefühl erleben, ein Gespräch von diesem Wunder der Welt zu tun. Hey, was soll das? Jetzt kommen hier noch Schläger oder was? Hey, schau dir diesen verrückten Schläger an. Da steckt ein Telefon drin. Warte mal, Moment. Wer seid ihr? Und was sind das für Manieren? Tja. Lass mich noch mal einen Blick auf deinen lustigen deine Tasche da werfen. Das ist nicht nur eine Tasche. Es ist ein Taschentelefon oder ein Rucksacktelefon. Das ist, weil hier Knuckle Dragon Gorillas. Naja, ihr Gorillas könnt ihr kennen mit den Sachen haben. Was? Hast du das Gorilla genannt, Arschloch? Als Maul. Ja, hey, hey. Oh. Tja. Aua, arg. Hey, was ist dein verdammtes Problem? Ja, was bist du denn? Der Kumpel von dem Verlierer hier? Tja, das könnte man so sagen. Ihr habt nicht daran gedacht, hier aufzutauchen und das denn die neueste Technologie zu bestätigen, ohne ein paar Schläge zu kriegen, oder?
Ja, ihr Affen habt keine Ahnung, wie wichtig der Scheiß ist. Und jetzt... Ich war der Erste der Reihe. Wo redet der Typ? Lass ihn uns zu Schweigen bringen. Ja, du bist jetzt drin, Zyklop. Gut, der zeigt mich Zyklop bezeichnen. Sweet Thugs. Ey, der hat ein Messer. Könnt ihr euch mal was ausprobieren? Ich hab doch hier noch irgendwo mein... Ja, Equipment. Wie wechsle ich denn eigentlich die Waffe? Sandus hat nur 22 Benutzer. Boah. Das macht ganz gut Schaden, ne? Aber... Jetzt ist es halt halb durch, ne? Na gut, mehr als mal halb durch. Einfach mal unser Katana benutzt. Oh shit, der Typ ist ein Biest. Entschuldigung, dass wir mit ihm. Naja, gut, und tschüss. Jo. Und tschüss. So, können wir jetzt endlich das scheiß Telefon benutzen? Ich wollte eigentlich nur speichern, ne? Majima San, danke, dass du mir wieder einmal geholfen hast. Ich weiß nicht, ob ich dir nicht genug dafür danken kann. Ja, das ist nichts, um ehrlich zu sein. Ich bin kaum in Schwitzen gekommen. Jetzt lass uns mal gucken, wie dein Telefon funktioniert hier. Ah ja. Jetzt? Hey. Ich krieg kein, was? Ich bin mir sicher, es war aufgeladen. Tja, vielleicht, wo der Typ dich niedergeschlagen hat, hat es, wurde es irgendwie beschädigt. Was? Vielleicht, aber das ist neueste Technologie. Das ist, die ist so empfindlich gebaut. Oh nein, mein wertvolles Taschentelefon. Tja, es war wohl einfach nicht mein Schicksal, dieses Telefon. Das ist daneben. Das ist jetzt persönlich, was? Majima-san, hast du gehört, wenn jemand anders mich lächerlich gemacht hat? Du hast mich auch gehört, wenn jemand anders mich lächerlich gemacht hat. Du hast Zeit genommen, mir Batterien und Medizin zu kaufen. Ich kann dich nicht einfach so enttäuscht weglaufen lassen, nachdem was du für mich getan hast. Hör mal zu, Mann. Bitte komm zum M-Store in Chufuku West. Ich werde dir versprechen, wir können endlich dieses Telefon mit dem Telefon machen. Na gut, dann werde ich mal schauen, wie wir machen. Ich erwarte dich davor. Ich natürlich einfach in den Laden direkt, dass ich das Funkgespräch machen kann, fällt mir jetzt nicht so ein, oder? Na gut, wie muss sein. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ich wünsche euch was. Ciao.